Lecker! Willkommen zur zweiten Ausgabe von Frag. Wisst ihr noch, wie ich heiße? Oh, scheiße, ich sehe gerade was. Ich habe ja gar keine drei mehr im Namen. Das ist mir sehr peinlich. So, ich habe da jetzt was geändert und wie ihr es bestimmt mitbekommen habt, heiße ich ja jetzt nicht mehr Artex mit 3, sondern Artex mit E. Das ist cool, so. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Frage an. Du bist natürlich hier wieder männlich am Start, so wie immer. Hallo. Hi. So, frag mich nicht, warum ich dieses Mikro in der Hand habe. Okay, ihr fragt wahrscheinlich sowieso. Mein Mikro ist ja eigentlich so ein Standmikro. Und wenn ich das jetzt dahin stellen würde, wäre es zu leise. Und deswegen habe ich es jetzt so gemacht und halte es jetzt so in der Hand wie ein Moderator. Aber es geht ja eh nur... Es geht ja eh nur um die Fragen und um... Ich habe, weil ich euch die Fragen beantworte. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir direkt zur ersten Frage. Ja, mach Vlogs, wäre Hammer. Wäre cool, wenn du ein Video machen könntest, wo du all deine Schuhe zeigst. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Die hat er gar nicht in Bezug auf Fragartex gestellt. Also da steht auch gar kein Fragartex vor. Aber ich mach's trotzdem, weil ich mir gedacht habe, komm, ich nehme das einfach in Fragartex. Ich weiß, wer das gefragt hat. Der hat doch bei mir unter die Kommentare geschrieben, aber ich habe bei euch heute nicht geantwortet. Tut mir leid, Typ. Das hat mich voll getroffen, Alter. Das nehme ich rein. Ja, die meisten Schuhe, die ich hab... Gib mir das! Sorry. Die meisten Schuhe, die ich hab, sind einfach Fußballschuhe. Aber ich werde auch meine normalen Schuhe zeigen. Ich fange jetzt erstmal mit meinen Fußballschuhen an. Warte, zeig deine Schuhe. Cool. Ja, das sind einfach die von Cristiano Ronaldo, so ganz alt. Die sind richtig hart alt. Was ist das für eine Schuhgröße? Ja, wie Jungs. Zwei. Nike, Mercurial, irgendwas. Das Krasse ist, da steht sogar drunter, welche Schuhgröße das ist. Stimmt! 3! Leute, kann ich euch nur empfehlen, die Fußballschuhe, also die gibt es kostenlos für 3 Euro auf Amazon. Mhm. Kommen wir jetzt zu meinen aktuellen Fußballschuhen. Die Nike Mercurial Superfly. Man sieht mich gar nicht. Superfly. Ja, Superfly. Ne, Superfly. Keine Ahnung, welches Modell das ist. Ich zeig's dir kurz. So, dann zeige ich dir noch ganz kurz meine normalen Schuhe. Die stehen unten, deswegen, Warte, ich würde sagen, die, gehen wir jetzt mal holen, ne? So, jetzt holen wir die Schuhe. Und ich wäre nicht Artex, wenn ich die Schuhe jetzt hier normal holen würde, ja? So, deswegen gehen jetzt die einzelnen Schuhe jetzt normal. So, Leute. Ich bin jetzt zu faul, die restlichen Stufen zu gehen. Also, das ist jetzt, denke ich, mein letztes Video. Was ist denn da? So, dann haben wir jetzt auch die Schuhe und dann können wir wieder hochgehen, ne? So, Leute, jetzt müssen wir natürlich aber auch das Poppycar wieder wegbringen, was ich aus unserem Schuppen geholt habe. Wie findet ihr übrigens diese Kameraperspektiven? Sieht man viel, ne? So, jetzt fahren wir mal raus. Oh, das Näschen juckt ein wenig. Der Boden-Slava-Challenge. Katze! Was ein Zufall. Ach scheiße, wo ist Lava? Egal, hat niemand gesehen. Katze, hilf mir. So. Hier draußen zählt das übrigens nicht mehr. Jetzt habe ich aber ein Problem.
Hier kommt man nicht weg. Hier kommt man nicht rüber. So, hier müssen wir jetzt mit einem wagemutigen Stunt hier rüber. Ich nehme ein wenig Anlauf dafür. Katze, ich würde mir überlegen, ob du da stehen bleibst. Boah, Leute, die Geschwindigkeit! Ich hätte niemals gedacht, dass es klappt. So, jetzt haben wir aber noch ein paar Treppen vor uns, die wir bezwingen müssen. Das dürfte aber für uns, denke ich mal, kein Problem sein. So, bringen wir das Gefährt in Position. Auch schon der Schuppen. Fahren wir jetzt mal hin. So, jetzt gehen wir wieder rein. So Leute, ich würde sagen, das war's mit Fragartex. Es ist jetzt schon ein neuer Tag, beziehungsweise ein neuer Abend. Ich kam den ganzen Tag nicht dazu, weil ich heute noch in der Schule war. Und ja, ich habe natürlich gelernt. Tut mir leid, falls eure Frage vielleicht jetzt nicht dabei war oder falls ich nur zwei oder drei Fragen jetzt genommen habe. Aber ich versuche, die Fragen immer so aufwendig wie möglich zu beantworten. Zum Beispiel das, was ich eben gesehen habe mit dem Bobbycar, die Treppe runter und allem. Ja. Und ich hoffe, das gefällt euch so. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Fragartex feiert. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, würde ich mich natürlich auch selber ein Abo freuen. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Haut rein und ciao.